Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rock'n'Roll Telefonbox von Nazareth. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rock'n'Roll Telefon von Nazareth, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 23. Album der Band und die Box ist sehr ungewöhnlich, denn wie wir sehen können, ist die ziemlich hoch, dafür etwas schmäler und wir haben hier eine Telefonzelle. Passend zum Albumtitel Rock'n'Roll Telefon haben wir hier eine riesengroße Telefonzelle abgebildet. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So. Am besten kann man, glaube ich, die Box dann echt sehen, wenn man das so seitlich hält, weil sie echt so hoch ist, dass ich die hier kaum ins Bild bekomme ganz. So. Also, wir haben hier eine schwarze Box. Oben lesen wir den Albumtitel Rock'n'Roll Telefon, darunter den Bandnamen Nazareth. Hier ist dann so eine klassische rote Telefonzelle abgebildet und da dürfte es gerade ordentlich scheppern, denn die Gläser, die Scheiben, die fliegen hier so durch die Gegend. Auf der rechten Seite lesen wir hier Rock'n'Roll Telefon, CD 2 Bonustracks. Also, wir haben hier eine zweite CD mit 7 Tracks. Hier ist die Tracklist aufgelistet und davon sind 2 Tracks regulär und 5 sind live aufgenommen. Okay. Auf der linken Seite haben wir CD Nummer 1. Hier sind nochmal 11 Tracks drauf, also das ist das Album an sich. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier die Info, was sich in der Box befindet. Und zwar lesen wir hier, Collector's Box stores all the Nazareth CDs from your collection. Wie gesagt, die haben schon einiges rausgebracht in ihrer Karriere. Es ist das 23. Album. Da hat sich was angesammelt. Und dann haben wir hier noch die Infos. So sieht das Album aus. Das ist wahrscheinlich dann das Booklet oder das Sleeve, die Hülle von der zweiten CD. CD 1, CD 2 ist hier abgebildet. Und wir lesen hier noch den wichtigen Hinweis. This collector's box only contains Nazareth Rock'n'Roll Telefon 2 CD. Denn hier auf dieser Abbildung sehen wir mehr oder weniger die gesamte Diskografie der Herrschaften. Also dafür ist das Ganze dann gedacht, dass man hier in dieser Telefonzelle die gesamten CDs reinstapeln kann. Made in the EU by 4 Merch. Okay. Und dann haben wir hier noch einen Barcode auf der Unterseite. Und die Beteiligten. Alles klar, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So sieht das Ganze oben aus. Hier kann man dann eine Lasche öffnen. Und was kommt uns hier entgegen? Ah, es ist scheinbar direkt die Telefonzelle. Die Alben sind dann wahrscheinlich entweder drin oder drunter. So, dann holen wir das mal raus. Okay, der Karton, ist schwer zu sehen, ist hier noch zusätzlich von innen stabilisiert mit so einem dicken braunen Karton. Aber hier ist sonst nichts weiter drin. Dann packen wir diese riesige Box mal zur Seite und kommen zum Boxinhalt. Ist zwar von der Stückzahl nicht viel, aber das, was sich da drin befindet, ist dann natürlich umso hochwertiger oder umso schöner. Wir haben hier tatsächlich eine Telefonzelle. So eine Miniatur-Telefonzelle, hier in einem dreckigen Rot, also rot und dann so mit schwarzen Spritzern und Verfärbungen drauf. Hier oben haben wir wieder den geflügelten Totenkopf und den Albumtitel Rock'n'Roll Telefon. Das Dach geht die ganze Zeit ab, deswegen werde ich das mal kurz hier rausnehmen. So, dann schauen wir uns weiter die Telefonzelle an. So sieht das aus, also das ist dann die Türe, die hier tatsächlich auch aufgeht. Und die Tür hat sogar einen Magnetverschluss. Ich glaube, ja, vielleicht kann man das hier besser sehen.
die schließt dann tatsächlich hier von selbst. Nicht schlecht. So, auf der rechten Seite sieht das Ganze dann so aus, also auch hier ziemlich mitgenommen. Hier haben wir diverse Tags so auf die Telefonzelle geschmiert. Auf der Rückseite lesen wir dann hier wieder Nazareth, den Barcode, die Beteiligten. Und auf der linken Seite gibt es wieder beschmierte, beschädigte Glasfront. Unten der Sockel ist auch in diesem Rot-Schwarz. Hier auf der Seite dann in Schwarz. Von innen sieht das Ganze so aus. Wir haben hier auch wieder einen Karton, der das Ganze hier diagonal stabilisiert. Dann gibt es hier einen Flyer drin. Und natürlich das Album. Ja, jetzt ist das Ganze hier leer. Mehr ist hier nicht drin. Dann schauen wir uns das mal an. Als erstes den Flyer. So, all the classic albums remastered with bonus tracks. Also das ist so der Werdegang, die Diskografie von Nazareth. Hier kann man dann entsprechend nachbestellen oder seine Sammlung auffrischen. Dann haben wir das Album an sich. So, bevor wir die Folie abmachen, was lesen wir hier noch? New Album from the Hard Rockers who've sold over 30 million albums. Features 11 original heavy rockers and bluesy ballads. Bonus CD includes 2 new additional studio recordings and 5 unreleased live tracks. Okay, also, die Band hat insgesamt mehr als 30 Millionen Platten verkauft. Damit wird hier angegeben und es wird außerdem die Info eben gegeben, dass sich auf dem Album 11 neue Tracks befinden und auf der Bonus-CD nochmal 2 Bonus-Tracks plus die 5 Live-Tracks. So sieht das aus. Wir haben hier ein Digipack in Schwarz. Der Aufdruck ist bekannt. Also das Cover. Auf der Seite wieder Barcode sage ich schon, Katalognummer, Bandname und Albumtitel. Auf der Rückseite gibt es dann den Barcode und natürlich die Tracklist. Also hier sind die gesamten Tracks aufgelistet. Okay, dann schauen wir mal ins Innenleben. Hier haben wir einen Live-Auftritt der Band. Hier sind die Herrschaften zugange. Und dann kommen wir mal zum Inneren. Wir haben hier einmal ein Booklet mit Fotos und Lyrics. Ja, die Lyrics sind natürlich auf Englisch. Das war anzunehmen bei dem Albumtitel. So sieht das aus. Also überall diese Glas- und Scherbenoptik. Und natürlich auch weitere Fotos der Bandmitglieder, Lyrics. Ziemlich lange Tracks hier. Also pro Seite hier einmal die Lyrics eines Songs. Und dann immer wieder auch Fotos der Bandmitglieder, wie sie gerade live an ihren Instrumenten sind. So, zum Abschluss gibt es dann natürlich noch die Credits, Danksagungen und so weiter. Und hier nochmal weitere Alben der Band. So, Booklet wieder zurück. Wir kommen zur Album-CD. Die sieht so aus in Rot, Schwarz und Weiß. Und dann haben wir die CD2 in Schwarz, Rot und Weiß. Und hier sind eben die Bonustracks drauf. Die 2 zusätzlichen plus die 5 Live-Tracks. So, dann packen wir die CD wieder zusammen. Das Ganze, wie gesagt, in einem Digipack. Und dann haben wir hier eben noch diesen Deckel, den will ich euch nicht vorenthalten. Das ist so die Abdeckung der Telefonzelle. Hier lesen wir auch wieder, wenn auch schwer zu lesen, Nazareth, also den Albumtitel, den Bandnamen natürlich. Und auch hier alles in diesem Schwarz-Rot gehalten. Ja, gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Das eben gezeigte Album, CD1 mit dem Album an sich, also 11 Tracks. Und dann haben wir noch CD2, die Bonus-CD mit 7 Tracks, 2 davon eben regulär oder
im Studio aufgenommene Tracks und 5 davon Live-Versionen. Dann haben wir noch diesen Flyer. Ja, sehe ich jetzt nicht wirklich als Boxinhalt, aber was ich auf jeden Fall als Inhalt sehe, ist natürlich diese wunderbare Telefonzelle hier mit Dach natürlich. Machen wir auch wieder drauf. So. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Rock'n'Roll Telefon von Nazareth. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nazareth unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.